Und damit ein ganz wunderschönes Ahoi, Ahoi, liebe Spaßgesellschaft, und willkommen zurück zu Let's Play Die Siedler 2. Wir stehen unserem Antagonisten gegenüber, zumindest einem unserer Antagonisten, und ich habe, für die, die letztes Mal nicht zugeschaut haben, mich hier überlegt, da ich hier an der Front bin, werde ich hier ein paar Festungen aufziehen und die Baracke abreißen, sobald ich den entsprechenden Platz dafür habe. Ich will meinen, sobald diese Festung hier besetzt ist. Und ich habe in der letzten Folge damit angefangen, hier einige Soldaten auszubilden. Wir sehen erstmal hier der Feind, das ist der Rote. Der hat Gott sei Dank nur gar kein Gold. Das heißt, den könnten wir eigentlich zum Frühstück verspeisen. Und Gelb hingegen hat stetig steigendes Gold. Das finde ich natürlich nur bedingt gut. So, da wir aber, glaube ich, gerade einen kleinen Soldatenengpass haben, werde ich tatsächlich mal aufhören, hier auszubilden. Wir lassen diese Münze da eben noch reinliefern, in der Hoffnung, dass sie auch da reingeliefert wird. So, hier haben wir schon einen Gefreiten, der das Feld betritt. Zack, Militärgebäude besetzt, sehr schön. Wir warten noch, bis das besetzt ist, dann können wir diese beiden Baracken abreißen. So machen wir uns deutlich weniger angreifbar. So, wir warten, bis diese Münze hier verballert wird. Und dann werden wir unser Militär mal wieder abziehen aus dem Inland, sodass wir ungeahnte militärische Kapazitäten frei bekommen. Und euch schmeiße ich hier mal direkt alle raus. Könnt schon mal alle hier an die Front gehen, da werdet ihr definitiv mehr gebraucht. Genau, und die schwachen Soldaten sollen ruhig mal hier hinkommen. Wäre natürlich schön, wenn da der ein oder andere General vielleicht bei wäre. Ich mache mal hier kurz eine kleine Abkürzung, dass ihr nicht so ewig lange laufen müsst. So, und da sind auch schon direkt die ersten Münzen hin unterwegs. Das finde ich sehr gut. Was? Wie? Wer? Achso, du hier hinten. Ja, das ist doch mal nett. So. Wir müssen mal ein bisschen hier gucken, was wir so an Rohstoffen hier haben. Oh, nein, da soll keine Goldmünze hin. Einmal kurz den Weg abreißen. So. Ach nee. Guck mal, wer da zum Spielen kommt. Ich glaub's ja wohl. Das ist ja jetzt richtig Käse. Alter, ich verliere die Baracke. Ich krieg die Krise. Ja, Baracke verloren. Schade. Ja. So schön wär's gewesen. Super. Okay, das war jetzt ziemlich... ist ziemlich bescheiden gelaufen, wenn ich das mal so sagen darf. Na toll, Gebäude an Feind verloren. Ach du Schreck, jetzt habe ich auch noch das erste Goldbergwerk verbraucht. Komm, dann hauen wir direkt die hier mal alle ans Netz. Gut, dann schauen wir ja mal hier mit unserem Offizier vorbei. Ja, genau das ist nämlich das Problem. Hier sind wir nämlich sehr angreifbar. Das ist jetzt, wie gesagt, sehr ärgerlich, aber na gut, ich denke mal, unser Offizier, der wird schon schaffen, sich das wiederzuholen. Das sollte jetzt kein Problem darstellen. So, und hier kommt schon direkt der nächste Angriff. Warum greift er denn hier hinten an? Oh, dieser Lümmel, ey, der hat's echt faustdick hinter den Ohren. So, hier haben wir Kohle, da werden wir angegriffen, toll. Ach, das war die Meldung von gerade noch. Ja, gut, okay. Oh, ja, sicher, den nächsten Soldat platt. Oh, ey, das läuft ja alles andere als gut. Habe ich nicht gerade... Der hat meinen Offizier weggehauen, sein scheiß Ernst? Alter! Ey, ohne Witz, das ist ein verdammter Schütze gewesen. Der andere war auch noch mit dabei, aber trotzdem. Alter, ich hab grad so einen Hals. Kann doch nicht wahr sein, Mensch. So, meins. Danke. Nervige Scheiße. Schuldig bitte, aber das ist einfach nur nervig. So. Neuer Versuch. Festung bauen. Katapult bauen. Steinbruch. Alter, ist das mies. Das war jetzt ein ziemlicher Schuss in den Ofen. Und das Kohlebergwerk ist platt, toll. Und jetzt haben wir da auch noch gepennt mit dem Fisch. Das nächste Bergwerk direkt platt. Jawoll. Schlechte Nachrichten, die hören ja irgendwie nicht auf.
Okay, okay, okay. Ist noch nichts, noch nicht so schlimm. Also ist jetzt doof, aber ist jetzt kein Beinbruch. Keine weiteren Steinbestände. Okay, dann kannst du hier schon mal die Segel streichen. Keine weiteren Fischbestände. Dann auch für dich hier Schicht im Schacht. So, dich können wir auch schon mal hier einreißen. Da kommt ja schon wieder der Lümmel. Was ist der denn so aufmüpfig? Der hat doch kaum Militärmacht. Hat er mal 2, 3 Soldaten mehr produziert und schon glaubt er aufzumucken. Ja, meine Militärmacht ist dadurch jetzt leider in Stagnierung gekommen durch die ganzen Angriffe. Ja, genau. Komm mal zu meinen Generälen. Komm mal zum Spielen. Oh, ey, jetzt ist das nicht mehr ganz an der Grenze. Ich krieg die Krise. Ich muss jetzt erstmal da wieder Soldaten nachschicken, damit diese Festung hier voll besetzt wird. Was ist denn los? Ach, irgendwie geht gerade alles drunter und drüber. Das habe ich mir wahrlich anders vorgestellt. So, hier werde ich auch mal die Einlagerung von Baumaterial stoppen. Hätte ich auch schon mal eher machen können. Habe ich aber nicht. Ist das herrlich. So, hier haben wir jede Menge Kohle. Das ist gut. Und da hier oben... Oh, wir sind ja schon beim letzten Kohlebergwerk da hinten. Deswegen schließen wir mal hier eben alles an, was wir haben. So, damit wir diesen Berg machen. Durch dieses Gebäude habe ich Land verloren. Und da kommt schon... Wo ist er denn? Ich höre doch gerade, dass gekämpft wird. Da unten. Alter, ist das nervig. Mann, 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 Mann. Stimmt, hier die Verbindungsstraße, die war leider auch gekappt. So, wir hauen mal hier eben die letzten Goldmünzen raus. Ich glaube, wir können uns auch mal eine zweite Münzprägerei gönnen. Also so viel Gold, wie wir übrig haben, ganz ehrlich, da ist es, glaube ich, an der Zeit. Alter, der wird ja unfassbar aufmüpfig, der Mistkerl. Entschuldigt, aber das nervt mich gerade tierisch. Ich schicke auch nur Schützen nach. Das an sich möchte ich das auch nicht ändern, aber... So, das Eisenbergwerk hier ist platt. Dann schließen wir schon mal die nächsten beiden an. Ach komm, was soll der Geiz? Wir schließen das direkt mit an. Den ganzen Fahnen können wir hier oben schon mal wegmachen. Und was jetzt? Ach, keine weiteren Steinbestände. Das ist doch mal, verglichen mit dem, was jetzt sonst so die letzten Minuten kam, eine gute Nachricht. Ich sehe gerade, wir haben hier oben einen Hof noch nicht besetzt und da noch eine Bäckerei nicht. Deswegen lass mir dich mal eine Sense produzieren. Boah, mit was für Horden der hier ankommt. Das ist echt unglaublich. Wo nimmt er die Leute her? Das ist ja nur noch nervig. So, und ein Nudelholz brauchen wir noch. Wir werden angegriffen. Ja, das ist egal. Das ist auch egal. Warum ist denn, warum geht denn jetzt unser General nach Hause? Was soll denn der Dreck? Oh. Manchmal ist die KI ein Arschloch. Entschuldigt bitte, aber... Boah, lass mich bitte einfach nur schnell diese Festung hier fertig bauen. Moment, ich glaube, ich muss da ein paar Speer hier hinschicken. Habe ich da etwa gerade wieder einen Soldat gesehen, der jetzt hier so rumläuft? Ja, natürlich, das war so klar. Und du kommst schon mal 10 Kilometer weit raus, das sollten wir auch mal eben abstellen. So, über Münzen kann, über fehlende Münzen kann ich mich hier oben zumindest nicht beschweren. So, ich muss das mal eben umstellen, weil sonst haut ihr mir einen Schützen nach dem anderen weg. Ich wollte zwar eigentlich die schwachen Einheiten hier hinkommen lassen, damit ich die ausbilden lassen kann, aber wenn er mir auf dem Feld einen nach dem anderen zersiebt, bringt das rein gar nichts. Jep, wir werden angegriffen, das weiß ich. Ach stimmt, hier ist ja sehr viel Wild, deswegen könnte ich auch mal einen weiteren Jäger hier hinstellen.
So, hier habe ich noch zwei Schilde, die brauche ich da nun, weiß Gott nicht. So, der Bäcker ist besetzt. Und wir folgen mal dem Weg. Habe ich nicht gerade noch eine Sense produziert? Habe ich nicht gerade eine Sense produziert? Na egal, wir geben dem erstmal einen Moment. Ich glaube, Getreide haben wir sowieso genug. Wir machen kurz Inventur. Ja, mehr als genug. Oh, Käse. So, so gerne ich aber den Katapult dahin ballern würde. Der wird mir jetzt gleich Land klauen. Das kann ich nicht zulassen. Deswegen muss ich da leider einschreiten. Das nächste Bergwerk ist verbraucht, und zwar dieses Kohlebergwerk. So, der Weg ist sowieso schon über, der auch. Und sobald der Kohleklumpen da weg ist, können wir auch den hier einstampfen. Zack. So, dann ist, macht das Katapult zwar überflüssig, aber Hauptsache, der geht uns mal ein bisschen weniger auf den Senkel als bisher. Du bist jetzt auch noch platt. Na toll, lass mich doch alle hängen hier. So, das dauert jetzt halt noch ein bisschen, bis wir da oben hinkommen. Keine weiteren Steinbestände, okay. Nichtsdestoweniger können wir ja schon mal versuchen, da hinten ein wenig Fuß zu fassen. Ich lasse mal wieder die Schwächeren an die Front. So, die beiden hole ich mir schon mal. Das Gebäude dürfte ja trotzdem noch ein Frontgebäude bleiben. Und sobald diese Münze drin ist, kann ich auch... Jawohl, der Weg kann weg. So, zack, meins. Hast du davon. Und auch meins. Hast du davon. Schätzelein, nicht mit Commander. Lass dir da eine Lehre sein. So. Den haben wir schon mal ein bisschen zurückgedrängt, um den schon mal zu zeigen, wo der Frosch die Locken hat. Ja, hier oben meint er aber immer noch, uns auf den Senkel gehen zu müssen. Soll er mal machen. Er wird schon sehen, was er davon hat. So, du hast ausgedient. So. Ach, jetzt mal hier ein bisschen weniger Holz im Weg. Das wäre so toll, ich muss hier gleich einen Holzfäller platzieren, dass wir endlich mal hier durchkommen. Weil mit ganz viel Glück reicht die Grenzerweiterung, dass wir im Zweifel nach hier oben kommen. Das würde mir auch schon mal helfen. Wir werden angegriffen. Ja, versuch's nur, Bitch. Schmeiß mir deine letzten Kräfte entgegen, weil deine Militärmacht sieht ja alles andere als gut aus. Gut, meine hat leider auch gelitten. Aber das war zugegebenermaßen ein bisschen eigene Blödheit. Okay, da dachte ich mir noch so, Mensch, du hast ja jetzt inzwischen richtig was gelernt. Du spielst ja nicht mal wie der erste Mensch, aber nein. Und schon stand ich mir wieder selber im Weg. Also wir schauen auf der Karte. Gelb dürfte auch nicht mehr im Fall sein. Und der muss ja eigentlich hier unten sein. Wenn ich so die Geografiekenntnis richtig habe, ist hier zu wenig Platz, als dass da noch groß gelb sein könnte. Da wird rot sein. Das heißt, der wird hier unten sein. Das heißt, wir sollten uns auf jeden Fall in diese Richtung schon mal... Jawohl, der Weg reicht. Perfekt. Nein, was ist denn da los? So, geht doch. Lügenlord. Der wollte mir erst weismachen, dass es da nicht entlang geht. Na, das war doof. Haben wir eh keine Fahne, die da entlang führt. Zack, zack, zack. So, dann können wir da schon mal weiter fleißig unsere Soldaten hochgolden. Und hier eigentlich auch. Weil da wird ja definitiv noch der ein oder andere Soldat mal Hallo sagen. Da sehen wir schon, wie sie alle auf dem Weg sind. Und mir gehen die Schützen aus. Das heißt, jetzt kommen schon die etwas besser ausgebildeten Soldaten mit an die Front. Ist natürlich dann insoweit gut. So, jetzt aber hier erstmal einen Holzfäller hin, dass wir da auch mal eine schnelle Route durchkriegen.
Ja, die zwei Münzprägereien, die machen sich sehr gut. Ich habe zu wenig Spitzhacken, stelle ich gerade fest. Deswegen, damit der Goldfluss niemals abreißt, produziere, mein Lieber. Ist die Verteilung noch so? Ja, ist okay, können wir so lassen. So, jetzt stelle ich das mal eben wieder um. Falls der meint, mich wieder angreifen zu müssen, dass jetzt nicht wieder meine Schützen rausrennen und einfach nur abgeschlachtet werden, sinnlos. Seit 30 Minuten nicht gespeichert. Kinders, wie die Zeit vergeht.